Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir die Demo zu Blacksmith Legends. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit nochmal herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Heute spielen wir Blacksmith Legends. Ein Spiel, was so gesehen ein Schmiedsimulator ist. Ja, Name von dem Dude ist ja wohl klar. Aufgabe in diesem Spiel ist es, dass wir einfach für Ritter und sonstiges hat die Ausrüstung schmieden. Ich nehme mal den hier. Und Flagge nehmen wir mal einfach den Ritter. So, Episode 1 und so. Und das ist auch das, was man in der Demo auch noch machen kann. Wir haben jetzt hier den Auftrag, ein paar Sachen zu schmieden. Man kann angeblich dann auch mit den Rittern selber sogar noch mit in die Schlacht ziehen. Soweit ich das vom Trailer gesehen habe. Momentan die Demo, die hat nur Englisch und Russisch zur Verfügung. Die Vollversion soll auch Deutsch haben. Hello Schalling, Lucy, my name. Ja. Wir sollen 5 Hämmer machen, um den nächsten Level zu erreichen. Left click on the receiver and it will start automatically. Also wenn wir links click auf ein Rezept machen, dann startet es automatisch. So. Wo mache ich das jetzt? Nein, ich kann hier oben die Zeit anhalten. Ist wahrscheinlich auch besser. Ich muss erstmal rausfinden, wo hier alles ist. Ja, es gibt im Momentan nur uns. Treasury Workshop. Wie mache ich das jetzt mit den Hämmern? Hier. Jetzt bauen wir ein paar Hämmer. So. Kann ich noch den 5. Hammer hinzufügen? Ja, 5 Hämmer muss ich ja immerhin basteln. So, der schmiedet die jetzt. Das verbraucht hier oben Materialien. Ich warte jetzt erstmal, bis er die fertig gemacht hat. Was gerade der Fall ist. Ich glaube, der ist jetzt beim letzten Hammer. So. Jetzt habe ich ein neues Rezept. Das Rad. Diese Hämmer, die verkaufe ich dann natürlich. Die sind jetzt im Angebot. Und wenn die irgendwer haben will. Ja, hier steht jetzt auch Finding Buyer. Dann sind sie auch automatisch verkauft. So. Neues Rezept. Rad. Für 0,5 Gold. Ja. Damit haben wir das jetzt. Wir sollen jetzt 3 Hämmer und 4 Räder machen. Klingt doch einfach. 1... 2, 3. Nacht geht er natürlich pennen. Wir sind kein Nachttier. So, ich meine, 6 Uhr fängt der neue Morgen an. Ne, 7 Uhr offenbar. So, ab 7 Uhr arbeiten wir wieder. Jetzt werden die restlichen Hämmer gemacht. So, die 3 Räder kann ich ja schon mal reinschmeißen. Ja, mit den Hotkeys kann ich das beeinflussen hier. Da kann ich das auch darüber machen. Muss ich jetzt aber gerade nicht. So, beschleunigen wir das mal ein bisschen.
Ein Rad. Zwei. Drei. Und jetzt ist er am vierten. Währenddessen kann ich ja den Schmarrn hier verkaufen. So. Darüber machen wir dann nämlich unser Geld. Er will jetzt das hier haben. So. Wie viel will der? Ich mache einfach mal ein paar, so. Wir können natürlich auch nachgucken. Ah, das kommt erst in der Vollversion. Man kann in der Vollversion dann auch nachgucken, wie gut man jetzt was verkauft hat. So, Nacht wird immer automatisch geskippt. Ich weiß nicht, wie viele ich von dem basteln muss. Wir haben auf jeden Fall ein fleißiges Kerlchen da. Ja komm, bastel. Wie viele will der denn haben? Das weiß ich ja gar nicht. Ich habe kein Material mehr. Ich kann das auf dem Markt kaufen. Sales-Menü. Das ist noch unter Development. Eisen. So. Wozu Mining-Tutorial? Ich will hier Sachen basteln. So. Ich hau einfach mal rein. Und mach, dass er schneller arbeitet. Okay, hier haben wir die Aufgabe. Zwei Hämmer, zwei von diesen Torns und drei Räder. Die Räder können wir schon mal reinschmeißen. Ich brauche noch vier, nee, sogar sechs Mal Eisen. Da kann ich auch noch das Restliche kaufen. Basteln. So. Dann mach du mal deine Arbeit. So, jetzt noch zwei von denen. Und dann haben wir die Order für den erledigt. Genau ein fehlt. Ein einziges. Das hat dann dem da nicht hinbekommen. Skip doch einfach die Nachtspiel. So, das haben wir jetzt geschafft. Jetzt haben wir die Erdehufe. Als nächstes. Vier Pferdehufe und drei von den Torns. Das kann also gerade weg. Und her mit den Pferdehufen. Natürlich muss ich auch Geld machen. So, hauptsächlich Eisen wird benötigt. Ein bisschen Holz. Wenn du wenig Geld hast. Okay. Ich sollte Pferdehufe schnell machen, weil die mein Inventar, also mein Geldinventar schnell füllen können. Wie viel bringt denn ein so ein Schuh? 11. Ich gebe mehr aus bei den Dingern, als ich verdiene. So. Ich brauche noch drei von denen. Komm, Marketplace. Ich kann es mir nicht leisten.
Ah, jetzt kann ich auf die Minen zugreifen, ne? So, Mines, Kohle, Iron. Brauche ich Geld für? Viel mehr würde man jetzt bei dem Spiel auch nicht machen. Ich kann auch gerade nichts machen, weil ich kein Geld dafür habe. Ja. Viel mehr würde man jetzt nicht bei dem Spiel machen. Man würde halt immer weiter jetzt Sachen schmieden, dann verkaufen und wieder neu machen. Man könnte auch noch irgendwo mit in die Schlacht ziehen, aber dazu kommen wir heute nicht mehr. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß mit dem Video. Wenn euch das Video gefällt, ein Abo und ein Like da lassen. Spiel ist in der Beschreibung verlinkt. Und das war's dann auch mit dem heutigen Video. Ciao, Leute!